Hallo, hier ist wieder Marvin und heute zeige ich euch, wie man für seine Stickbots eine 3D-Manöverausrüstung baut. Ja, also ich habe in den letzten zwei Videos einen Stickbot gezeigt, wie er mit so einer 3D-Manöverausrüstung so rumfliegt und dann Titan tötet. Ja, also ich zeige euch, wie man so eine baut für den Stickbot. Also wir brauchen eine Streichholzschachtel, Aluminium-Tape und eine Schere und zum Anpassen noch ein Stickbot. Den nehmen wir zum Anpassen, den Stickbot, und dann fangen wir mal mit der Schachtel an. Die Streichhölzer brauchen wir nicht. Die können ja weg. Ich tue die jetzt mal zur Seite. Dann schneide ich erstmal die Schachtel in zwei Hälften. So, dann, weil sonst wäre eine ganze Streichholzschachtel viel zu groß für eine Seite. Dann, so, jetzt hier haben wir zwei hier so zwei Hälften. Dann nehmen wir jetzt mal Aluminium-Tape und werden dann damit diese Ausrüstung dann versilbern, dann ungefähr. So, als erstes schneiden wir uns mal ein paar Teile zurecht. Fangen wir mal mit der Seite an. Dann schneide ich noch eine zurecht. So, jetzt bekleben wir erst einmal damit die Schwertscheiden. Dann machen wir dasselbe noch mal auf der anderen Seite. Dann nehmen wir noch noch mal einen etwas längeren Tape und dann werden wir dann raus den Boden bekleben. Also ich habe Aluminiumtape genommen, weil ich ja sonst nichts anderes gefunden habe zum Versilbern. Weil die sind ja, im Anime sind die ja Silber, die Ausrüstungen. Und jetzt machen wir gleich noch die beiden Sa anderen Seiten noch. Dann können die auch gleich versilbert werden.
geht schwer ab. So, dann kleben wir das hier auch noch mal rauf. So, und fertig ist das. Ist die erste Schwertscheide. Ich werde dann jetzt noch mal einen Schnitt machen für die zweite. Also, ich bin dann gleich wieder da. Dann bis gleich. So, hier bin ich wieder. Also, hier habe ich schon mal die beiden Kästen fertig gemacht. Also, der eine war schon fertig, den ich gerade im Video gezeigt habe. Nee, ich meinte, den ich eben im Video zusammengebaut habe. Und als ich den Schnitt gemacht habe, habe ich den zweiten zusammengebaut. Ja, also jetzt werden wir diese beiden Kästen an die Figur befestigen. Wir haben dafür mal den orangenen Stickbot genommen, und zwar Nemo haben wir genommen. Ja. So, das könnte noch ein bisschen schwierig werden. Ich muss da erstmal ein bisschen überlegen, wie ich das gemacht habe. Warte mal. Ich muss die hier mal so hinlegen. Und danach nehmen wir noch ein weiteres Stück Aluminiumtape und bekleben das dann an der Scheide. Das ist jetzt blöd. Ich muss kurz nachsehen. Ich mache noch mal kurz einen Schnitt. So, also jetzt kleben wir die Schwertscheide an das eine Bein so fest mit einem weiteren Streifen und dann einmal wieder die andere Seite. Moment. Ich mache nochmal kurz einen Schnitt. So, also ich habe es nochmal hingekriegt. Ich habe die so mit Aluminium-Tape-Streifen da rangeklebt. Naja, bei Malen habe ich das ein bisschen anders hingekriegt. Naja, ein bisschen schief bei ihnen, aber man kann das nachbessern. So, und für die Schwerter habe ich dann auch Streichhölzer genommen. Die kann man damit Tesafilm dann an die Hände des Stickbots festkleben. Das mache ich mal. Das müsste halten. Dann mache ich das auch noch mal beim anderen Schwert. Und fertig. Ist die 3D-Manöver-Ausrüstung für die Stickpots. Tja, also, das ist der Bauplan und ich hoffe, ich konnte euch helfen, wenn einer das auch machen möchte. Tja, also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da und schreibt was in die Kommentare. Und wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt, dann abonniert mich und drückt die Glocke. Also dann.
Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Marvin.